Wer könnte uns das Nachladen besser erklären als ein Olympiasieger von 92? Da war er der Schlussläufer in der deutschen Staffel, Fritz Fischer. Also hallo natürlich, die Staffel ist der einzige Wecker, wo man auch die Schüsse nachladen kann. Hier im Magazin, wenn erst die 5 Schuss weg sind, habe ich die Chance im Liegenbereich. Ist hier die Möglichkeit, einen Schuss nachzuladen. Da kann ich hier bis zu 3 Schüsse nachladen. Ich lege hier den Schuss rein, mache dann den Verschluss wieder zu und dann kann ich laden lassen. Und dann sollte man eigentlich den Schuss treffen. Ist ungefähr eine Zeitverzögerung oder ein Zeithemmnis von 10 Sekunden. Und das Gleiche passiert dann im Stehenanschlag, wenn ich wieder meine 5 Schuss abgegeben habe und habe noch keinen Schuss und es ist noch 1 oder 2 Ziele, dann greife ich meistens vorne her. Man kann hier schön am Gewehr sehen, am Hinterschaft ist das fürs Liegen nachladen, am Vorderschaft ist das fürs Stehen nachladen. Und je schneller natürlich ein Sportler nachlädt, desto schneller ist auch die Zeit wieder. Aber man hofft natürlich in der Staffel keinen Schuss nachzuladen, das ist ein bisschen Bonus. Fritz, dann sieht man aber ab und zu, wie eine Patrone runterfällt oder unsauber eingeführt wird. Ist das mehr oder weniger mit Nervosität im Zusammenhang zu bringen? Natürlich, wenn man hier nicht gleich sauber die Munition reinbekommt, wäre man natürlich nervös. Man sollte auch aufpassen mit den Handschuhen, oft wenn man zu dicke Handschuhe hat beim Nachladen. Das ist schon auch taktisch gefragt. Natürlich, vor lauter Hektik ist nicht gleich immer schnell. Also hektisch kann natürlich auch sein, dass man ein bisschen unruhig wird. Die Konkurrenz schießt gut. Und auch wenn wir natürlich auch schnellstmöglich nachladen, ist auch eine große Gefahr dabei. Also Ruhe ausstrahlen und trotzdem, wenn man einen Schatzschuss braucht, vernünftig nachladen und dann auch den zu treffen. Wunderbar, danke.